So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020 mit dem großen Preis von Bahrain. Ja, wir sind in der Wüste zu Gast und wollen hier natürlich die nächsten Punkte klar machen. Heute ist wieder Freitag, das heißt, freie Training der Formel 1 steht wieder an. Also zumindest jetzt auf meinem Kanal. In der echten Formel 1 sind sie ja jetzt durch seit letzter Woche. Und wir wollen natürlich jetzt noch ein bisschen was machen. Und hoffentlich ein paar gute Punkte holen. So, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Sponsoring-Erneuerungen. Wir gucken mal, was wir so haben für uns. Da ist doch irgendwo ein toller Sponsor. Haben wir noch irgendwo ein schönes Qualifying-Ergebnis mindestens Platz 10? Lang mit der Zeit. Ja, machen wir das doch, komm. Ist doch in Ordnung. So, okay, mit Level 20 kriegen wir noch einen Sponsor-Slot dazu. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir gucken mal rein, was wir noch so für Einrichtungen machen können. Ich glaube, da haben wir soweit auch alles. Da bei manchen. Upgrade. Ich muss mal gerade was gucken. So, Ressourcenfluktuation wieder 60 erhöht. Gut, dann machen wir das so. Wollen wir ein bisschen Aerodynamik reinhauen. Das kann ich aber mittlerweile alles haben. Es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Manche sind noch in der Entwicklung. Ich glaube, bei Personal sind sie noch in der Entwicklung. Okay. Naja, gut, kriegen wir schon irgendwie hin. So, okay, wir gucken mal, was wir noch für Aktivitäten haben können, was wir da noch reinsetzen können. Wir machen einen Aero-Team-Aufbau da rein. Also, gehen wir rein ins Rennwochenende. Los geht's. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Schade. Denk daran, auf dem F&E-Bild schon festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Ja. Gut, dann gehen wir mal zur Reifenauswahl. Ich nehme natürlich wie immer die weichere Mischung und dann gehen wir rein ins zweite Rennwochenende der Saison 2 in dieser unserer Mein Team Karriere mit unserem Braun GP. Ich habe jetzt auch die Teamanzüge geupdatet bzw. die Farben angepasst. Ich hoffe, dass das jetzt alles so passt oder dass, ohne dass sich das jetzt zurückgesetzt hat. Naja, aber gucken. Wir gucken gleich einfach mal rein. Heute sind wir mit dem freien Training zu Gast, das heißt wieder drei Trainings, circa 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, das sollte ungefähr passen, dann sind wir so bei 35 bis 40 Minuten diese Folge, das kriegen wir schon irgendwo hin, dann kommt morgen das Qualifying, ein kurzes Qualifying natürlich und am Sonntag um 14 Uhr dann das Rennen. Übrigens ein neues Projekt momentan ist nicht geplant, was auch dazu kommen könnte, ich denke mit Need for Speed, mit Formel 1 bzw. mit Grid und mit... jetzt aktuell GTA 5 sollten eigentlich drei Projekte ausreichen sollen. So, keinen Regen erwartet, das ist immer gut. In Australien hatten wir ja nämlich den Regen am Anfang noch. Momentan liegen wir eher am Ende des Feldes. Naja, müssen wir noch ein bisschen was entwickeln. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Gut, gehen wir rein. Jetzt erste freie Training. Auf geht's. So, da sind wir zu Gast und probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Okay, dann hat sich tatsächlich die Teamanzüge nicht angepasst. Das wundert mich gerade, dass es das nicht gepasst hat. Müssen wir das gleich nochmal in der Dings machen, wenn wir dann im in der Anzeige sind, in dem Menübildschirm sind. Das ärgert mich gerade so ein bisschen.
Machen wir dann auch immer noch. So, gucken wir mal rein, was war das zu beschleunigen? Ach, gut. Das war nicht beabsichtigt. So, für Bereiten brauche ich natürlich nur ein Trockensetup. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. So, eigentlich wollte ich was anderes. Ich suche gerade, wo das ist. Also Einstellung. Leck mich doch am Arsch, wo ist das denn hin? Die Getriebe. Ich glaube, das geht sehr nur im Menübildschirm. Okay, ich wollte nämlich eigentlich mal kurz in den FE von dem Baum, aber naja, fahren wir mal raus, komm. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Müssen wir nachher mal den Team mit machen. Wundert mich, dass das schon wieder nicht passiert ist. Eigentlich wollte ich es machen, aber ich schaue das nachher mal nach. Irgendwas hat er nämlich gespeichert. Das Auto sehen wir zu weit fertig. So, bei Reihen beim Hellen, das ist natürlich auch sehr, sehr selten, dass das mal passiert. Ja, wieder ein einfacher Wechsel. Gab es ja vor Australien. Und Russell fährt jetzt von Haas. King fährt den Williams. Und Romain Grosjean ist raus aus der Formel 1. Zumindest hier auch. In der Real Formel 1 ist es tatsächlich genauso. Wie auch Magnussen, der seine Karriere beendet hat. Bei Perez weiß man noch nicht, wie es aussieht, aber dann zu Red Bull geht. Gerüchteweise ja. Da hat sich einiges geändert. Kwiat ist uns auch raus. Bei Alpha Tauri. So, das mal dazu ein bisschen. Gut, fahren wir mal ein bisschen hier in Bahrain. Das ist uns die lange Strecke, die quasi damals im vorletzten Rennen gefahren wurde. Und ja. Hier geht es auf die etwas längere Gerade. Ich gehe mal kurz meinen Links hoch pushen. Wenn wir so, warte mal. So, und dann gehen wir jetzt auf unsere schnelle Runde. Ja, ein bisschen blöd angefahren, die Ecke hier. Ricardo momentan mit der schnellsten Runde. Hier die Unfallstelle von Romain Grosjean. Hier rechts war sie kurz. Sind wir da vorbeigefahren. Und hier geht es dann auf die Außenlinie. Hier würde das beim vollsten Grand Prix links abgebogen. Aber wir fahren ja hier die normale, reale Formel 1 Strecke. Nächste Woche geht es nach China. So, nur auch gleich das Update für Sonntag. Sonntag werde ich nicht in einem Auto sitzen. Ja, da ich darin kommentiert werde in Baku in Aserbaidschan. Und am Dienstag geht's nach in die Niederlande. Und da wollen wir unserem Ziel, unseren Rivalen zu schlagen, noch ein Schrittchen näher kommen. Das ist ja am letzten Rennen, das ist ja nicht so gut geklappt, aber auch. Am letzten Rennen ist er ja ausgeschieden, aber wir konnten mit Platz 15 und zumindest noch ein Pünktchen auch gut machen. Naja. So, fahren wir nochmal eine Runde. Die erste beim Sektor waren gut, aber die zwei, mal gucken, was jetzt reicht. Es reicht, um Ricciardo zu schlagen. 32-4. We've only got two laps of fuel left. Vor uns ein Alpha Tauri. Letzter Sektor schon mal violett wieder. Gut, Konstruktor, wenn er schneller ist. Ich hoffe, dass ich diesmal keinen Rutscher drin habe.
So, nicht zur Seite an die Curbs ranfahren. Und diesmal kein Quersteher drin. Obwohl wir trotzdem ein bisschen Zeit liegen gelassen haben. Aber es wird nochmal eine neue Bestzeit werden. Fuel is marginal, box within two laps. 31,6 ist die momentane Bestzeit, unsere Bestzeit. Die Frage ist, wie weit geht's für die anderen Teams so nach vorne? Das tappen wir auch hinter uns momentan. Sofort ist ein Auto. Mercedes. Bottas ist es. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. This lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you get the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Wir haben so viel nicht genutzt, es ist knapp, dass wir leider raus sind, was die Rundenzeit betrifft. So, hinter uns ist ein Alpha. Alpha Romeo, also kein Alpha Tauri. Oh, das war meine Spritmenge. Ja, ich stehe dir jetzt ein bisschen im Weg, mein Freund, aber das ist mir gerade klar. We're thinking it might be a good idea to run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen Platz machen muss. Ein Renault dahinter, das ist eben Ricciardo. Und die Rundzeit ist mir gerade egal. So, dahinter wird jetzt noch ein Auto gleich auftauchen. Mercedes auf jeden Fall. Mal die Frage, ob er den Weg komplett links nehmen muss. Ja. Okay, du bist ja mit Mars. Aber da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das war Carlos Sainz. Und jetzt sind wir auch schon durch mit dem ersten freien Training, liebe Leute. Momentan sogar schnellster. Box this lap, please. Box this lap. Perez, der jetzt natürlich auch Zeit verloren hat. Ich gehe mal gerade ein bisschen runter. Da hätte ich schon mal den auf der Ideallinie schleichen müssen. Nächste wird es 12 sein. Ja. Da ist er schon vorbei. Zeigt doch 2 Mond, ne?
At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Gut, dann gehen wir mal raus, sind wir durch mit dem freien Training. Wir gucken, wo haben wir eine, wo haben wir eine Lampen? Na, knapp vor Lewis Hamilton. Na, schaffen wir tatsächlich mal Training auf, schaffen wir das Training auf 1. Brasilien haben wir es geschafft. Aber ja, das komplette Rennwochenende dominiert mit dreimal Platz 1 in den Trainings. Qualifying unter einem Rennen am Ende. Aber mal gucken. 1:31.613 ist momentan die Bestzeit, unsere Bestzeit. Und jetzt legt Hamilton nochmal nach auf Medium, genauso wie auf Sainz. Im Moment sind es über eine halbe Sekunde, aber wir sind mit dabei vorne. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Sainz und Richards. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Wo ist denn unser Teamkollege hingelandet? Auf 22. Schade. Den hätte ich gerne ein bisschen weiter vorne noch gesehen. Aber gut. Training Nummer 2. Gut, okay. Jetzt kann ich mal kurz in den F&E-Baum gucken. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Dann haben wir das mal mit rein in die Chassis. Und dann gehen wir rein ins zweite freie Training. Wie gesagt, die Rennanzüge muss ich noch anpassen. Das ärgert mich gerade, dass das noch nicht passiert ist. Dass das wieder falsch ist. Naja. Gut, da sind wir wieder zurück im freien Training. Und Teil Nummer 2. Kommen wir mal raus. Right on track. Try to take it easy for a couple of laps. Ich denke, so 4 Runden fangen wir wieder mal. So, machen wir mal aus hier unten. Und sparen mal ein bisschen Sprit wieder. Unser Ziel ist es hier, gutes Ergebnis zu holen. Und das haben wir im ersten freien Training eben gemacht mit Platz 3. Aber mal gucken, ob wir das auch im zweiten freien Training hinkriegen. Der Vorteil ist, dass es so trocken bleibt, dieses Rennwochenende. Also es ist kein Regen erwartet. Das wäre bei Rhein schwierig gewesen. Nächste Woche in China sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Naja, mal gucken. Wie tun wir? Wir versuchen unser Bestes einfach und schaffen wir das schon irgendwie. Na, ich finde das Auto eigentlich auch vom Design hier ziemlich nice, muss ich sagen. Also, aber ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu lassen. Wie sieht das aus euch so aus vom Design her? Wie gesagt, die Rennanzüge, das wundert mich, dass das ist, funktioniert, weil eigentlich. Abflug. Ja, na, na, böse Ecke. Okay, da quatsch ich. Habe ich zu viel gequatscht. Das war natürlich jetzt alles anders gut. Ja, das ist halt dieser blöde Curb gewesen. Da müsst ihr heilig aufpassen. Weil da kann es passieren, dass man da fliegen geht. So, dann versuchen wir es mal. Auf der Stellenrunde nochmal eine Zeit zu setzen. Das habe ich eben gefahren, 1:31.613 bin ich eben gefahren.
Da schauen wir mal, ob wir die nochmal geknackt bekommen mit den neuen Medium. Ich habe bewusst ja Medium, weil es ist oft die falsche im letzten Training. Im dritten Fall Training nachher. Sektor Violett schon mal. So. So, jetzt nicht auf den Kopf kommen. Diesmal hat es ein bisschen besser funktioniert als eben in der Outlap. Outlap ist ja die Runde, wenn man aus der Box kommt, auf dem Weg zur schnellen Runde. Unsere erste fahren wir jetzt und das ist eine 31,7, ne? Knapp, wir waren eben nicht ganz geschafft, die Runde. Weil die eigentlich gefühlt besser war als eben, aber mal gucken, was drin ist. We have two laps of fuel remaining. Das ist jetzt gut, ganz sauber die Runde. Mal gucken. Ja, schon besser geworden. So, aber mit einer guten halben Sekunde mittlerweile. Die Vorsprung haben jetzt wahrscheinlich 31,2 werden. Wobei Hamilton mal 37,9 gefahren ist als schnellste Runde. Momentan Bestzeit Mittelsektor. Auf jeden Fall nochmal eine beste 31,275. Und damit haben wir auf jeden Fall deutlich einen Vorsprung gehabt. Damit wäre es Platz 2 momentan. Leider ein leichter Quersteher mit drin gewesen jetzt gerade, der jetzt natürlich die Zeit gekostet hat. Diesmal habe ich keinen Windschatten dabei. Den hatte ich nämlich eben, als ich Bottas kassiert habe. Aber durchgekommen, die Runde. Come in this lap, please. Box this lap. Aber ich bin doch nicht wieder durchgekommen durch diese Rechtskurve. Carlos jetzt bis Zeit. Aber mal gucken, ob es reicht für uns nochmal nachzulegen. Nein. 39,9, aber. Ja gut, er fährt ist auf Dings gefahren, auf Soft. Da werden wir nicht drankommen in die Runde. Ich fahre jetzt bewusst mal ein bisschen auf Mager. Wege nehmen jeden Sprit. Ich gehe nämlich zurück jetzt in die Box. Und dann sind wir final durch mit der
Session. Momentan die Bestzeit. Also, momentan Quatsch, besser da. Leider nicht. 29,2. Das heißt, eine gute 2 Sekunden an der Heizung. Aber die fahren wir ja gleich nochmal, die Soft. Also, in einem dritten freien Training. Ja, ein bisschen gekommen. Ein bisschen übersteuern gehabt, gerade über darüber gerutscht. Und jetzt geht mir der Sprit aus. Ich bin trotzdem auf dem Marker schon gewesen. Gott sei Dank kein Auto momentan hinter uns. Ich gucke immer mal wieder auf die Karten, wo sich hier, wo das jeweilige Auto befindet. Da kommt was, ein Haas. Ich hab schon Platz. Ich sehe dich schon, ich mach Platz. Ist es Russell oder ist es Magnussen? Russell ist es. Damit sind wir durch mit dem zweiten freien Training mittlerweile schon. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, jedenfalls sind wir durch, was das freie Training betrifft. Na klar, wie gesagt, gut. Nee, jetzt sind doch nicht so viele. Albon, okay. Na gut, es waren jetzt halt viele auf Soft. Na, jetzt. Ich bin nur eine halbe Sekunde hinter Perez, der auf Soft fährt. Quiet auch noch der Fall. Ja, wir sind die schnellsten momentan auf Medium. Auf 7 liegend. Nee, Perez huscht nach mit so einer schnellen Runde. 30,6. Ist eine halbe Sekunde schneller als wir mit dem Medium. Aber und das können auch die aktuellen aktuellen Reifen sein. Müssen wir gleich mal gucken, was die Zeitentabelle besagt. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Sainz, Albon und Valtteri Bottas. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So. Gut, dann gehen wir jetzt gleich rein ins dritte freie Training und dann fahren wir auf Soft. So, gut, gehen wir rein. Auf geht's. In den dritten Teil des Trainings an diesem Freitag heute. So, okay, gehen wir raus. Zeigen wir mal der Welt, was wir können. Momentan sind wir, was betrifft, was die Reifenstrategie betrifft, vorne mit dabei. Ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir da irgendwie heute ein bisschen
Das war da keine Punkte. Aber müssen wir mal gucken. Ja, das kann natürlich alles wieder auch morgen wieder anders aussehen. Die Trainings sind eigentlich immer gut bei mir, aber das Qualifying muss es dann auch passen. Ja, na, mal gucken. Wie gesagt. So, Abschnitt Nummer 3, Training 3 heute an diesem Freitag. Nachmittag. Wir haben jetzt so circa 14:30. Würde ich tippen. 14:30, 14. Ja, also. Oder 14:25, irgendwie sowas. Drehung mal so. Ja. Wie auch immer. Ich weiß es jetzt genau wann. Wie lange dieses Training jetzt gemacht Training ist, aber die Zeit läuft ja. Morgen wieder nur das Qualifying. Dann sind wir auch bei ca. 20 bis 25 Minuten. Bei 18 Minuten wieder allein das Qualifying. Und da wollen wir hoffentlich unsere erste Podi-Saison holen. Unsere zweite in der Karriere. In unserer MyTeam-Karriere. Ich hatte ja so ein bisschen mehr Aufnahme den Wechsel zum Mercedes. Wir haben ja das Mercedes-Triebwerk im Arsch. Naja, schauen wir nochmal. So, offiziell ist ja hier jetzt Samstagmittag, Entschuldigung. So, jetzt fahren wir nochmal. Guck, wie viele heute auf dem Medium noch fahren. Der siebte Platz gestern, beziehungsweise vorhin, der kam ja nur davon, weil wir Medium gefahren sind, während viele da vorne vor Soft gefahren sind, so Perez. Also wir waren quasi, wenn die zumindest Soft Zweiter. Naja, schauen wir mal. So, das war natürlich alles andere als gut. So, jetzt konnte man eine Zeit zu sitzen. Gut, hatte ich an den Barer. Mal gucken, was die jetzt raushauen. Reicht nicht, um ganz vorne dabei zu sein. 30,5 ist nicht das, was ich erwarte. 29 irgendwas war gerade, glaube ich, Silence. Two laps of fuel left. So. Okay, schauen wir mal. Wenn wir eine Bestnummer. Bisschen besser durch die Haarnadel durch. So, die Frage, reicht das, um nochmal einen 29er zu treffen? Nicht ganz. Nicht so ganz.
Abrissbisszeit. So, gut durchgekommen jetzt. Definitiv alles andere als gut. Box this lap, please. Box this lap. Ne. Erste Sekte war top und danach lief eigentlich kaum noch was zusammen. So, fahren wir rein, machen wir Feierabend für heute. Reicht es diesmal, um einen Spitzenplatz zu holen? Diesmal sind wir auf Kurs. Ja, ist der Sprit wirklich mit Beginn der vierten Runde da durch. Jetzt ist er aus. Das muss man ja aufpassen, wegen der gelb ist. Und Ricciardo putzt mal unsere Zeit eben. Ich sehe jetzt gerade nicht seine Rundenzeiten. Fahrer vor mir. Ricciardo ahead. Their best lap time is a 1:29.3. 29,3, seine Runde und Zeit. So. Ja, dann sind wir durch, ne? Reicht es, um tatsächlich nochmal eine mit vorne dabei zu sein diesmal? Was die Punkte betrifft, sind wir momentan voll dabei. Definitiv. Ja, Bottas schiebt sich jetzt nochmal kurz davor. Knapp, aber er schiebt sich davor. So. Auf jeden Fall sind wir mit dabei. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Ricciardo, Bottas und Richards. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, mein Teamkollege schlägt beiden Williams und Kimi Räikkönen eben noch. Das macht schon wieder ein bisschen Mut. Ich hoffe, dass er nochmal so ein Rennen raushaut wie
In Großbritannien, wo er ja Fünfter geworden ist. Weil es dann doch noch ein paar Punktchen fürs Team gab. Und jetzt wollen wir, diese Saison wollen wir ja besser als Platz 6 sein. Da wollen wir nämlich jetzt die bisschen angreifen oben. Naja, schauen wir mal. Was möglich ist. So, das nächste, was uns jetzt ins Haus steht, ist das Qualifying aus Bahrain. Da wollen wir natürlich jetzt noch ein bisschen Schwung. Noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Jetzt wird gerade geklingelt. Die Post ist da. Das weiß ich. Ich mache jetzt mal Feierabend. Passt für perfekt. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr.